Oh ja, Clubhaus. Bereich sichern, oh oh, in der Garage. Nicht rausrennen, wenn ich gerade drin bin und es umkämpft ist im 1 gegen 1. Da war ja was. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. 168. Läuft. 24er Ping. Ja, irgendwann 168. Wieder sehr schwanken könnte. Das ist bestimmt gar nicht der Ping, das ist der Herzschlag. 16. Wenn das der Herzschlag wäre, dann werden wir alle. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Oder sehr entspannt. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter. Oh ja, Garage ist ja cool. Nein. Oh Gott sei Dank hat er den Störsender wieder weggenommen. Wir haben EMP, Mann, geil. Muss überleben. Das wird schwierig. Snot ballert hier Ash rein. Wieso haben wir jetzt Ash nicht? Ja, Hawkeye, fahr hier hin. Nomad kann hier ein Stück reinfahren. Auf der Seite der Garage. Ich bin froh, dass meine Drohne noch lebt, ey. Weil der hat einen Störsender platziert. Ich bin rein und dann hat er ihn gleich wieder weggenommen. Oh, jetzt ist hier ein Störsender. 5 Sekunden bis Einsatz. Was ist denn da unten los? Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Fies. Scheiße, der Busch davor. Ist alles zu. Drohnen. Störsender ist hier. Stacheln. Schmeiß einfach mal alles, was du hast. Die Taschen ausleeren. Ich mach den Laden auf. Ein riesiges. Mein Laden. Oben ist Boss. Oh oh. Beide Läden gleich offen. Vorsicht, Seraphine, andere Tür ist offen. Andere Tür. Denken, eine Twitch-Drohne macht Matten kaputt. Nee, noch nie. Ah, ist klar. Ist doch nur Mechanik. Ja und? Nee. Hat doch sonst auch nicht funktioniert. Hat noch nie funktioniert, du. Ja. Nase. Die Arschkrampen sind jetzt alle oben, wa? Hm, ich guck da mal da drin jetzt. Mann, ich ist auf meiner 3 oben, Frau Frost auch. 3 oben. Von 5. Ich guck Gymnastikraum und Geduldsraum. Block tot. Lade neues Magazin! Feind draußen? Bestimmt beim Hundezwinger. Hocken immer noch fleißig oben, Frau Frost, in der Treppe. Jetzt haben sie meine Drohne. Einer ist direkt auf der Treppe. Ja, das ist Frau Frost. Was mache ich denn? Ich krieg den mal auf. Ich komme nicht an der Lampe vorbei, ist ja wohl ein Witz. Fenster aufgeschlagen. Okay, es war zu niedrig. Okay, Frost ist tot. Irgendwer hängt hier oben am Fenster. Geh einfach mal rein. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Die sind auf jeden Fall über mir. Ja. Und einer kommt. Des Behälters einstellen. Was? Ja, er hat durch das Maverick-Loch geguckt, Mann. Dieser verfickte Idiot. Soll er da bleiben, ey? Er ist außerhalb des Raumes, der zweite. Okay, der andere ist oben in der Ecke. Du kommst, Mathe, ja. Hab's gesehen. Einer oben, der andere ist außerhalb des Raums, der guckt durch das Maverick-Loch. Unten Maverick-Loch. Scheiße. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Es bleiben noch 15 Sekunden. Eigener Trupp wurde eliminiert. Warum gehst du denn jetzt... Warum bist du denn eben durch die Tür da reingegangen? Na, bin doch hoch, damit der Typ dran glauben kann.
Ich habe ihn von unten nämlich nicht getroffen. Ich habe doch gesagt, dass einer außerhalb ist. Ja, und deswegen bin ich hochgegangen, weil einer war ja klar außerhalb, einer war halt oben. Der Kite hat ja oben aus dem Fenster aufgemacht gehabt. Geduldsraum. Ist doch sonst immer außen rum, wenn irgendwelche außerhalb sind. Einer war außerhalb, der eine war drin, dann wusste ich, wo beide sind. Deswegen bin ich rein. Ja, aber er hätte hab bloß so viel Geländer getroffen. Treffen können. Immer. Nee, hab ich meinen Kaugummi reingestopft. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Zwei, da brauchen wir fünf, ne, vier. Da brauchen wir drei. Da brauchen wir zwei, wenn nee, auch bloß zwei. Vier, sechs, sieben, acht. Wir können alles zumachen. Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 10 Sekunden. Schockdrohne drin. Hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nee, doch irgendwo eine Wand gebraucht. Ich hab keine Metal-Bereit. Nee, ich hab da eine. Achso, wir können hier. Haben wir beim Bad schon alles zu? Ah, leider nur eine, wir brauchen da zwei. Und hier sind auch noch zwei. Ich hab hinten die Dings gemacht. Hier Mist, wir brauchen noch vier. Sorry, soll ich meine wieder abmachen? Ja, bitte abpuppeln. Die Twitch-Drohne kommt beim Gymnastikraum rot markiert an. Der Miet macht Außenwand auf, gelber Ping. Blend schmeißt er auch rein. Er schmeißt alles, was er hat, an Blend rein. Hab Smoke. Smoke sag ich schon. Fletcher. Oh ne, jetzt sind wir da offen. Ob wir Elite-Matten? Nein, jetzt war da doch jemand. Hab doch jemanden gesehen. Von wo? Bargeldraum, IQ. IQ, Bargeldraum. Wenn jemand Terrasse reinkommt, sehe ich das. Ja, hinten salzig will. Das ist Chakal. Chakal, Terrasse. Kameras nutzlos. Termit macht Gymnastikraum auf. IQ ist tot. Noch jemand Gymnastikraum reingekommen? Gut. Ist tot. Ein Gegner verbleibt. Ach komm. Gegner eliminiert. Terrassen-Twitch. Du musst ja nicht den kompletten Raum dazu machen. Nur den, wo ich da war, offen ist, ist ja, und da ein Loch drin ist, ist geht doch. Kommt man aber halt so gut von dem Bargeldraum da drüben rein. Von diesem Neuanbau. Ja, dann kannst du ja die links da zu machen. Die beiden. Ich find's bloß bei Bereich sichern schön, wenn man den Bereich so gut es geht abschirmen kann. Ja schon zwei Türen, beziehungsweise drei übers Bad. Ah, die kommen aus dem Keller. Ne? Mann, ich treff den nicht. Ich treff den nicht, das gibt's doch nicht. Ich treff den nicht, was ist denn? Du hast kein Zielwasser getrunken, oder? Triffst du die Cup-Kamine nicht? Frau Frost haben sie. Und Cup-Schrau. Oh nee. Schaffe ich nicht mehr mit der Drohne. Doch. Aber irgendwann ist Schluss.
Ja, jetzt. Zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Akku alle. Drohne lebt noch, krass. Was ist deine? No. Oh, Trulla, geh mir aus dem Weg. Alle unten. Ich bin nach draußen. Bestimmt will er mich Kapschrauben. Im Tunnel ist einer. Brenner ist bereit. Ich treffe den schon wieder nicht. Das ist doch nicht dein. Der Brenner ist stark klar. Ja, Maverick Loch und der ist tot. Runtergekommen. Dafür hab ich ihn. Ist alles bloß Pappe. Ah, ah, ah. Hell eingeschaltet. Bye bye. Abfahrer ist tot. Danke. Ich guck nach hinten. Zur Leiter. Ich glaube, es latscht jemand oben lang. Es latscht jemand oben lang. Die Treppe neben uns, die neue Treppe, kommt jemand runter. Kite habe ich. Neue Treppe war jemand zuletzt. Kite habe ich. Okay. Das wusste ich nicht. Ich guck weiter Leiter hinten. Frostfalle vor der Tür. Oh Mann, da ist auch noch ein Wachmann! Was ist denn das für ein Idiot? Ich guck weiter nach hinten. Die machen immer überall sinnlos Löcher rein, ey. Dass du nirgendwo mehr dran vorbeikommst. Irgendjemand tapst irgendwo. Ganz langsam. Ja, mach einfach. Ihr steht jetzt beide rum. Da kommst du gar nicht drüber. Scheiß noch. Doch, der letzte. Da ist hinten in der Ecke links. Vorsicht, das ist ein Maverick-Loch. Mann, eine Matte vor mir. Boah, hat er sich gezeigt. Gegner eliminiert. Manometer. Und er ist rausgeflogen. Das ist. Ich. Maverick. Mag ja alles schön und gut sein mit seinen Löchern, aber die machen das einfach falsch. Die machen hier ein Loch, da ein Loch und dann werden sie selbst dadurch gekillt. Oh, bei der Bar. Können sich ein Loch machen und dann da durchgucken. Dann musst du jetzt die nächsten Runden Merrick nehmen, damit kein anderer irgendeinen Mist machen kann. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich lade nach! Lass weitergehen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. So, eine Kamera ab in den Automat. Zehn Sekunden. Aber erst, wenn keiner guckt. Wieso? Wieso macht er die Lücke auf? Fünf Sekunden noch. Die Drohne ist nur Gefahrgutbehälter lokalisiert. Wo hast du jetzt eine Kamera versteckt? Noch gar nicht. Übertragung läuft. Ich werfe den Köder. Neue Übertragung aktiv. Nein. Achso, jetzt hast du hier. Ja. Da guckst du nach da, dann. Hinter der Bar. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Du kannst ja hier in der Jukebox eine reinknallen. Ja, frag mich.
Ja, da kann ich das Treppenhaus sehen. Das ist schön blaues Licht, das passt. Er macht sich da einfach mal. Von der Garage kommt noch kein weiterer. Puh. Das war auch ziemlich überraschend. Ich habe bloß Geräusche gehört. Da ist auch niemand Garage. Irgendjemand ist noch Garage. Ist aber noch nicht zu sehen. Das ist die eine Wand hier. Ja, in der Garage ist auf jeden Fall jemand an der Luke. An der Kameradurchfahrt, Entschuldigung. Ich habe gerade was gehört. Zwei Minuten noch. Guck mal in der Garage. Hätte auch mal hier gucken können. So ruhig, ey. Ja. So unkaum. Jetzt rumpelt's. Ja, okay. Garage ist niemand drin. Irgendwo hat einer was angebracht. Sprengladen. Okay. Irgendwo hier bei mir. Dann vielleicht wirklich die Wand neben dir, die verstärkte? Ich hab schon durchgeschossen, aber nichts getroffen. Kühlschrank ist noch sauber. Vielleicht ist es auch Termit an der verstärkten Wand gewesen. Ja, meine ich auch. Letzte Minute. Weil die warten muss. Ah, oben die Luke, Kacke. Bin am Arsch. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Oh oh. Irgendwas 40 Sekunden. Bei mir. Irgendwas bewegt sich bei mir. Wenn es runtersegelt, sehe ich das hoffentlich auch. 30 Sekunden. Was machen auf dem Klo ist jemand. Auf dem Klo. Fahrt Richtung Klo. Ich glaube, da war jemand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck, Billardtisch, Klo. Nur noch 15 Sekunden. Ja, schießt was. Die hocken da alle beim Spawn. Abschrauß tot. Ja, hier, Küche ist jemand tot. Noch einer dort, Küche, Treppenhaus, Küche. Gelber Ping ist der letzte oben. Oben. Was? Die Gegner haben den Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Spritze wirkt nicht. Musst in der Rezeptur arbeiten. Oh, was ist das jetzt bitte? Größten Loser zeigen sie natürlich. Aber die beiden bei der Garage. Wollte eigentlich mit einem Schuss? Ecke. Nee, ich wollte eigentlich da in die Ecke, wo ich dann stand, hinrennen. Und auf einmal sehe ich den Hammermann über sein Loch steigen. Ne? Also die drei Kamerapositionen sind wirklich Spitzenklasse. Also die muss ich unbedingt wieder anwenden. Die waren ja ideal. Zwei davon mit blauem Licht. Ach herrlich, da sieht man die schwarzen Augen gar nicht. Oder nicht so gut. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.